Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blazing Leaks tatsächlich. Es haben sich einige gewünscht, dass ich das mal wieder spiele und ich hatte auch selber Bock drauf. Ich habe jetzt nicht nochmal geprüft, ob ich das Spiel überhaupt noch kann oder so. Aber wird schon schief gehen, oder? Ich werde ja wohl nicht alles vergessen haben. Und wir werden aber heute eine Aufgabe ausprobieren und ich habe mir auch schon eine rausgesucht, nämlich bester Freund Sensenmann. Weil das irgendwie die einzige Challenge ist, die es hier so gibt, die überhaupt machbar ist, meiner Meinung nach. Und die Challenge besteht da einfach darin, dass man nicht berührt werden darf, weil sonst ist man sofort tot. Ich habe gar keine Ahnung mehr, was die konnten. Ich glaube, der Pinguin konnte von Anfang an so eine Schneekanone. Genau, und damit... Ah, nee, damit kann er keine Leute einfrieren, sondern er kann die verdoppeln. Oh Gott, und das passiert jetzt ziemlich häufig. Und wenn mich so eine kleine Warze da berührt, dann bin ich einfach auch tot. Jo, wie einfach jeden verdoppelt. Und ich habe eben gesehen, da stand noch irgendwas von wegen, wenn man 2 Risiko abgibt, minus 1 LP, wenn du den nächsten Level betrittst. Na gut. Wenn man 2 Risiko abgibt, was wir jetzt schon haben, dann kriegt man irgendwie ein Herz dazu. Ob das jetzt heißt, dass da ein Herz beim Shop rauskommt, dass man dann quasi sich heilen kann um ein Herz. Oder ob das ein HP ist, keine Ahnung, werden wir sehen. Aber, ja, werden wir sehen. Und wir haben hier noch eine Fähigkeit, ne? Genau, das ging mit dem linken Stick. Guck mal, ich komme hier doch voll klar. Alles easy, boy. Oh Mann, so viele Sachen, die ich jetzt in letzter Zeit wieder neu auspacke, die ich früher schon mal gespielt habe, dann aber ganz, ganz lange nicht mehr. Also ich glaube, das letzte Mal, als ich Blazing Leaks gespielt hatte, das müsste so Dezember 2019 gewesen sein. Also mindestens 4 Monate ist das her. Aber den ersten Boss, den sollte ich ja wohl auch mit so einer komischen Challenge hier hinbekommen, sonst bin ich von mir selber enttäuscht. Königskristall, minus 30% Waffenschaden, mega gut. Ja, ich weiß nicht, soll ich Blazing Leaks noch erklären oder was? Ja, vielleicht ein bisschen. Also ihr seht zum Beispiel oben rechts, ich habe da jetzt so eine 3 oben rechts neben meinem Charakter und das ist mein Risikolevel. Kurz erklärt ist das einfach so, dass Gegner Artefakte liegen lassen. Diese Artefakte kann man aufsammeln und die geben einem immer einen kleinen Malus. Also irgendwas Negatives, ein Debuff oder so, also dass man weniger Schaden macht oder weniger Reichweite oder was auch immer, steht da halt auch mal bei. Und diesen Malus behält man dann so lange, bis man in den Shop kommt. Das ist zum Beispiel das hier, weil das erkennt man, weil da drüber ist so eine Lampe. Und im Shop gibt es eine nette Krähe und die nimmt dann deine ganzen Artefakte. Hallo Krähe, ich habe ein paar Artefakte für dich. Und jetzt bin ich gespannt. Ich habe ihnen ja mindestens 2 gegeben. Ah, okay, da ist dann einfach nur ein Herz dabei. Verstanden. Und die tauscht dann halt die Artefakte aus. Dann hat man die Mali von den Artefakten nicht mehr und kriegt neue Artefakte, die allerdings eine gute Fähigkeit haben. Wie zum Beispiel hier, dass wir eine 25%ige Chance haben, ein Herz zu verlieren, wenn ich Schaden erleide. Das Ding ist auch ganz geil. Wenn man da getroffen wird von irgendwas, dann wird man zurück zu der Ledge, also zu dieser Tür hier, teleportet. Ganz cool. Ja, und irgendwie hat dieses Spiel einen kleinen Hype bekommen. Ich weiß nicht genau warum. Auf jeden Fall wurden meine Blazing Leaks Videos plötzlich mehr geguckt. ich kann mir vorstellen, dass es eventuell auf der Switch rausgekommen ist, jetzt neu. Und deswegen, dass wieder mehr Leute spielen, weil wenn halt so ein Spiel, so ein Indie-Spiel vor allem, einfach auf eine große Konsole rauskommt, auch wenn es nur die Switch ist, ich sehe die Switch trotzdem als große Konsole an, dann ist das natürlich sehr gut für das Spiel. Obwohl ich... Ja doch, für die Switch ist das wahrscheinlich ein ganz, ganz cooles Spiel. Aber ich bin PC-Spieler. Durch und durch. Wenn es etwas für den PC gibt, dann spiele ich es auf dem PC. Zumal es auf dem PC meistens günstiger ist. Ja, guck mal hier, den Dude. Den Dude kriegen wir doch easy hin. Vorhin wurde er einfach verschlechtert. Der war früher viel stärker. Aber dann hat der Jay sich immer beschwert, dass er gegen den verliert. Wow. Und seitdem haben die Entwickler den einfacher gemacht. Ja, ja, genau so ist das abgelaufen. Wegen des Jays große Reichweite. Oh, die beste Fähigkeit im ganzen Spiel, wie ich finde. Haben wir gerade bekommen. Damit können wir nämlich, die können wir aktivieren und dann können wir schneller schießen. Mega nice. Und wir kriegen eine Münze, wenn wir Schaden erleiden. Auch nice. Was ist das? Wir lassen den Herzen explodieren. Nicht so geil, aber da ich hoffe, wir kriegen gleich einen Shop, geht das bestimmt voll fit. Und apropos Spiele, die ich lange nicht gespielt habe, aber jetzt mal wieder angefangen habe zu spielen. Dazu zählt unter anderem jetzt halt hier dieses Blazing Leaks und auch Smash Bros, Leute. Ich hab Smash wieder angefangen. Warum auch immer. Ich glaube, der Psy auf meinem Discord hatte einfach danach gefragt, ob wir nicht mal smashen wollen. Irgendwie so, glaube ich. Und ich muss sagen, das Spiel macht mir inzwischen doch wieder Spaß. Auch wenn ich bei dem Spiel gegen
Psy einfach 15 Mal hintereinander verloren habe. Ja, hatte trotzdem vielleicht ein bisschen Spaß. Ein bisschen geflucht habe ich auch und mein Schreibtisch hat auch ein bisschen ein paar Dellen dazu bekommen. Aber sonst hat das trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Aber und ich habe vor allem meinen neuen Main für mich entdeckt. Das interessiert jetzt wahrscheinlich fast gar keinen, aber davor hatte ich halt Pikachu gespielt, weil Pikachu süß ist und knuffelig. Aber mit Pikachu hatte ich immer Probleme irgendwie, Leute aus der Map rauszuballern. Also Schaden machen konnte ich, dass die dann über 100% hatten und bla bla bla. Aber die dann rauszukicken mit Pikachu fand ich nicht so einfach. Und jetzt habe ich einen Charakter, Leute, der belohnt mich dafür, dass ich Prozente sammle. Und zwar Lucario. Und Lucario hat so eine richtig witzige Down-B-Attack. Boah, einfach die Leute kontert und dann die aus dem Ring wirft. Das finde ich sehr, sehr witzig. So viel zu meiner kleinen Anekdote zu Smash. Könnte man vielleicht auch mal streamen, aber wahrscheinlich bin ich dafür zu schlecht. So, hast du irgendeine coole Waffe für mich? Oh, die ist tatsächlich cool, diese Piranha-Waffe. Aber ich hätte gerne diese lilane Waffe. Komm, wir kaufen einfach mal irgendeine Random-Waffe. Wir haben irgendeinen Mini-Laser, glaube ich, bekommen. Jupp, und die macht einfach so gar keinen Damage. Holy crap, macht die keinen Damage. Das ist ja richtig belastend. Können bitte irgendwelche Sachen sterben? Danke. Und ein Herz bräuchte ich vielleicht auch noch irgendwo. Oh Gott, ich habe so Angst. Beim nächsten Hit bin ich locker tot, wenn mich irgendwas hittet. Weil es kommt nicht selten vor, dass die zwei Schaden machen. Du kannst keine Münzen aufsammeln. Oh nein! Wie soll ich denn bloß nur mit 12 Münzen überleben? Wenn du Schaden erleidest, lässt du deine gesammelten Münzen fallen. Oh, das ist schon ein bisschen böser. Bist du noch? Minus 1. Oh, minus 1. Max LP ist scheiße. Na gut, nehmen wir das mit. Wir werden nicht getroffen bis zum nächsten Shop. Nein, nein. Auch wenn der zweite Boss ein bisschen assig ist. Ich weiß gar nicht mehr, wer der zweite Boss ist. Ich sag einfach mal, der ist assig. Ich weiß es halt wirklich nicht mehr. War der zweite Boss diese Kugel, die immer auf einen raufgekugelt ist, die dann böse war? Oh, man kann die Leute stunlocken. Guckt euch das mal an. Die machen gar nichts, wenn man sie angreift. Das ist ja nett. Okay. Maschinengewehr-Attack. Ach, irgendwie ist Blaziken Beast schon witzig. Aber wie? Nein! RIP. Aber nicht wegen der Challenge, sondern einfach so. Okay, wir tun einfach mal so, als wenn das keiner gesehen hätte. Aber ich finde schade, dass das Spiel tatsächlich kein weiteres Update mehr bekommen hat. Oh man. Seit Dezember. Und mir fehlen auch immer noch so ein bisschen die Synergien mit den Waffen und sowas. Beziehungsweise mit den Artefakten, dass es da halt wirklich Synergien gibt. Und nicht nur, dass die nerven oder sowas und gut sind, sondern dass es da tatsächlich so Synergien gibt. Wie zum Beispiel, du kannst durch die Map links rausschießen und dann kommt der rechts wieder rein. Und keine Ahnung, halt so wie bei Isaac. So ein bisschen mehr wie Isaac. Das wäre richtig schön. Und auch wenn man ein bisschen mehr Relevanz. Nee, Relevanz ist das falsche Wort. Wenn man ein bisschen mehr Varianz. Wenn man ein bisschen mehr Varianz hätte mit den Bossen und nicht immer dieselben Bossen machen müsste und sowas. Aber dasselbe Problem hat halt auch Dead Cells und Dead Cells ist auch ein gutes Spiel. Von dem her will ich jetzt mal Blazing Beaks nicht so doll verteufeln. Und wir haben Schlüssel, das heißt, wir können ja in den netten kleinen Raum gehen. Und ich habe mir sogar ein bisschen Geld gespart, Leute. Eventuell können wir jetzt gleich mal einen lila Dealer. Oh Gott, das ist ja richtig die assige. Ah! Was ist das für ein Raum? Oh Gott, wenn mich irgendwas hittet, dann bin ich halt einfach tot. Oh nein, das war dumm. Das war dumm. Das war hingegen wieder schlau, dass ich einfach durch die Grütze gegangen bin und dadurch nur ein Leben verloren habe, weil ich glaube, ich wäre einfach tot, wenn mich dieses explodierende Ding getroffen hätte. Mann, wenn ich klug heute schon wieder. Krass, K-L-U-K, das bin ich. Ich will zumindest nochmal wissen, wie der zweite Boss aussieht. Davor werde ich diese Folge nicht beenden. Ich bin nicht schon wieder viel zu angespannt, jetzt ohne Witz. Wieso komme ich auch auf die Idee, um 10 Uhr nachts so einen Scheiß aufzunehmen? Das ist nicht gut, Leute. Das ist nicht gut. Irgendwie ist das auch ein bisschen Nostalgie hier gerade. Nicht nur, weil das ein altes Spiel ist, das ich spiele, sondern weil ich ja bei solchen Spielen auch immer einfach so ein bisschen rumgelabert habe. So was ich halt am Tag so gemacht habe oder was ich gerade gucke und sowas. Habe ich früher ganz gerne gemacht bei Isaac. Einfach so von der Leber weg. Und deswegen kann ich ja jetzt auch einfach mal irgendwas sagen hier, Leute. Oh, eine Eisharpune oder eine Schrotflinte. Schrotflinte ist schon wieder geil. Ja, komm, kauf mal, wir haben genug Geld. Money, money, money. Na, jedenfalls habe ich da auch manchmal erzählt, was ich so für Animes gerade gucke. Und das mache ich jetzt auch, Leute. Wisst ihr, welchen Anime ich gerade gucke? Es ist Aono Exorcist oder auf Deutsch Blue Exorcist. Ah, das ist Englisch, ne? Egal. Im Deutschen trotzdem Blue Exorcist. Kennt ihr den vielleicht, Leute? Ich finde, das ist ein richtig schöner Anime. Also zumindest die ersten Folgen, die haben mir sehr gut gefallen. Hab da jetzt, glaube ich, 6 Folgen geguckt. Und in der Woche sollte ich dann damit durch sein. Ja, ja. Da geht's halt um ein
Ist das schon zu viel Spoiler? Ich meine, es wird in der zweiten oder ersten Folge sogar erzählt? Egal, es geht um einen Halbdämonen. Ich sag euch einfach mal nicht. Oder einen ganzen Dämon, vielleicht ist es auch ein ganzer... Nee, ein Halbdämon. Wir sagen mal, es ist ein Halbdämon. Sag mal nicht, wer der Vater ist, man kann sich das aber vielleicht denken. Und der möchte zum Exorzisten werden. Und das ist ganz witzig, weil er ist ja Dämon. Und Exorzisten vertreiben eigentlich Dämonen. Also ist das eigentlich voll das Dilemma für den Typen. Und seit ich das jetzt gucke, das ist jetzt halt 3 Tage, seit ich den Kack gucke, merke ich schon wieder überall, dass das irgendwie überall Thema ist. Das ist richtig weird, weil der Anime ist eigentlich ein bisschen älter. Ich hatte den zumindest jahrelang schon auf meiner Watchlist und jetzt gucke ich ihn halt erst endlich. Aber im Discord, in einem random Discord, kam einfach random der Name Aono Exorcist auf, warum auch immer. Ich habe davon gar nicht erzählt, dass ich den gucke oder sowas. Und dann hat einfach jemand was davon gesprochen. Oder heute in dem Video von Chan, wenn den jemand kennt, von Apple War Pictures. Der hat einfach den Manga dazu gelesen in seinem Fun Facts Video. Richtig weird. Also ja, selektive Wahrnehmung und so, wenn man etwas macht oder etwas haben will. Und dann erscheint denn das plötzlich überall. Okay, den Knochen werde ich sowieso nicht ankommen, Leute. Ich werde so verkacken hier. Aber irgendwie trotzdem weird, weil das halt so ein alter Anime ist. Dass das jetzt überall einfach irgendwie erscheint. Moon. So, Knochi. Dann zeig doch mal, was du drauf hast. Vor allem, wenn der mich einmal hittet, dann bin ich ja auch tot. Wegen dieser blöden Challenge. Oh, wir machen den aber gar nicht so wenig Damage. Ich habe übrigens eben noch so einen Teddybären aufgesammelt. Den könnte ich auch einsetzen, falls er mir da doch zu nahe kommt. Der wird nämlich machen, dass ich 3 Sekunden lang keinen Damage bekommen würde. Oh Gott. Alles klar. Jetzt bin ich mit jedem nächsten Hit tot. Auch von seinen komischen Knochen. Ich glaube nicht, dass ich den schaffen werde. Den mochte ich schon früher nicht. Das war einer der Hassgegner, die ich da hatte. Weil der so ein bisschen random ist. Somehow. Alles klar. 3 Sekunden Unverwundbarkeit. Haha, was willst du tun? Ich bin ein Pinguin. Quack, 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 quack. Quack, quack, quack. Oder wie machen Pinguine? Oh Gott. Okay, er war nett zu mir. Er war ein bisschen nett zu mir. Mal gucken, wie lange er nett bleibt. Schaffen wir das, ihn zu töten? Nein, es war ein Hit. Oh no, oh no, I'm so dead, I'm so dead. Ich bin doch nur ein süßer Pinguin. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ein Hit. Oh. Okay, damit hätte ich seriously nicht gerechnet. Oh, sogar noch mehr Leben. Nice. Aktiviert deine aktive Fähigkeit. No way, no way mache ich das. Aber diese Fähigkeit nehme ich mit. Die hatten wir ja eben auch schon. Ah, das rote Gebiet ist ultra assig, aber da war ich so selten drin, deswegen werden wir ins rote Gebiet gehen. Im Let's Play war ich hier so selten drin, ich weiß gar nicht, was die Leute hier alle machen. Egal, Leute, wir kriegen das schon irgendwie hin. Hier trifft mich bestimmt auch nichts. Ach stimmt, hier waren so ganz komische... Hey, lol. What the fuck? Ich weiß nicht, was hier alles abgeht. Aber ganz offensichtlich gibt es hier Rauchschwaden, die einem böse Sachen wollen. Okay, der schießt auch komische Sachen. Und ich weiß noch, irgendwas hat zurückgeschossen, wenn man sie abgeschossen hat. Waren das die Viecher? Weiß das gar nicht. Und aus irgendwas kamen halt diese komischen Rauchwolken raus. Ich finde dieses Sonic hier auch schon mega merkwürdig. Oh, da fällt mir ein, ich muss den Sonic-Film noch gucken. Damn, habt ihr den Sonic-Film geguckt, Leute? Und wenn ja, wie fandet ihr den? Ich habe mich eigentlich so krass drauf gefreut, den zu gucken, nach dem Remake. Also seitdem die den anders aussehen gelassen haben. Oh Gott, ich hasse das rote Gebiet. Oh, habe ich ihn dann aber doch nicht geguckt. Irgendwie ist meine Reichweite von meinem Teil nicht so geil. Und da oben ist irgendwas. Oh, jetzt ist er weg. Ah! Boah, habe ich mich gerade erschrocken. Der Stein ist einfach losgelaufen. Was ist das für ein Horrorgame hier? Oh Gott. Okay, wir haben den Shop. Nach diesem... Oh Gott. Was ist das denn für Viecher? Wow. Ich habe sehr dolle Angst. Bitte, kannst du einfach weggehen und sterben? Und diese Sonic-Leute auch? Oh, die sterben aber auch an den Viechern. Und da ist ein Elektrofuzzi. Das finde ich gar nicht gut. Der Elektrofuzzi ist bestimmt richtig böse. Er mag mich, glaube ich, auch nicht so gerne. Seht ihr ihn da oben, den Elektrofuzzi? Was macht ihr jetzt gegen den? Ich kann ja nicht so weit schießen. Und wenn er mich sieht, dann bin ich einfach tot. Bitte lass mich in Ruhe. Nein, ich will nicht. Bitte sterb. Bim, bim, bim. Okay, okay. So weit, so gut. Oh, da haben wir diese Schneckchen. Ich glaube, die machen erst was, wenn man die angreift oder so. Irgendwie sowas. Oder? Machst du irgendwas? Nee, guck, er macht gar nichts. Schneckchen ist lieb. Ich warte kurz, bis ich meine Fähigkeit habe. Schneckchen sieht auch ganz schön. Ah! Das ist halt wirklich voll das Horrorspiel. Okay, der greift doch auch so an. Auch wenn ich gar nichts mache. Oh boy. Aber irgendwas hat angegriffen, wenn man selber nur angegriffen hat. Ich bilde mir ein, das waren diese roten Viecher hier, aber anscheinend ist das halt nicht so.
Gott, dieses rote Gebiet. Alles erschreckt mich hier. Was ist das denn? Ist das neu? Spitzhacke? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich wieder mit dem nächsten Hit tot bin. Erstmal Giftwolke aktivieren. Giftwolke activated. Los, alle in die Giftwolke. Lol, der macht einfach 3 Schaden. Warum machst du 3 Schaden? Was bist du überhaupt? Fufu. Richtig, das Fufu. Fufu, Ovo. Ovo, 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 Fufu, Ovo. Funny. Ja, ich hätte nicht ins rote Gebiet gehen sollen. Ich gib's ja zu. Aber ich bin schon zufrieden damit, dass ich den zweiten Boss besiegt habe. Ja. Also, das war Blazing Beak soweit. Für den ersten Try, finde ich, habe ich mich jetzt nicht so schlecht angestellt. Also nach einer Weile zumindest. Aber irgendwie, diese Sensenmann-Herausforderung ist jetzt einfach auch nicht so krass, oder? Ich glaube, wenn ich jetzt ein bisschen mehr im Spiel drin wäre, dann wäre das sehr gut möglich, das zu schaffen. Aber ja, ich möchte halt alle einmal hier nochmal ausprobieren. Das heißt, in der nächsten Zeit wird wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr Blazing Beaks kommen. Aber fürs Heute war es das. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Wenn ihr lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.